dass es uns immer noch gibt. Eine der grössten Probleme, die Bands eigentlich allgemein haben, ist, dass sich irgendwann trennen, weil einer weg ist, weil sich musikalisch nicht mehr finden und so weiter. Und ein wesentlicher Grundpfeiler vom Erfolg ist eigentlich, dass man über längere Zeit zusammen an einem Projekt arbeiten kann. Und ich glaube, da sind wir nicht schlecht, weil wir es auch bis jetzt geschafft haben, ohne uns zu verstritten, ohne grosse Meinungsverschiedenheiten zu haben, auf diesem Weg zu bleiben. Und das ist eigentlich fast das Schwerste, was wir erreicht haben. Der Platz 11 in den Charts. Unser Label hat uns gesagt, wir haben um einfach auf die CD den Platz 10 verpasst. Ich wollte unbedingt in die Top 10 wählen. Also falls du die CD nicht gekauft hast, du bist schuld. Also für mich ist es eigentlich eher der Wasserschaden, wo ich einmal am Samstag ins Studio reingelaufen bin und wollte zeigen, wir haben hier neue Paravan gebaut. Jetzt können wir gerade aufnehmen und dann stand irgendwie so 5 cm Wasser drin. Okay. Und dann der Horror, ein halbes Jahr, den wir hatten, mit dem Ausrissen und wieder reinbauen, das ist sicher musikalisch, kreativ ist ein grosser Tiefschlag. Also weit war sicher Feldkirch in Österreich. Österreich, Poolbar. Wir sind eigentlich am Beckenrand gestanden. Der Beckenrand war die Bühne und das Publikum ist im leeren Schwimmbad innen gestanden. Darum in der Poolbar. Das war ein riesiger Konzert. Weißt, wenn wir ein Hotel haben, dann gibt es natürlich immer Rock'n'Roll. Und das ist ein Wochenende, wo in Geschichte gegangen ist. Mhm. Was mir sonst noch spontan einfällt, ist, wir haben mal ein Konzert gehabt, einem Flugzeughangar. In einem Betonflugzeughangar und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Akustik, kann man sich etwa vorstellen, wie das muss tönt haben. Das war ja sehr speziell. <gewesen. lacht> Permanent eigentlich Sound können zu machen. Also genauso lange wie wir jetzt, mindestens genauso lange wie wir jetzt schon zusammengeblieben sind, weiterhin können Sound machen, auch wenn es nicht immer die gleiche Intensität ist, aber dass man Kontakt zueinander hält und dass man irgendeine Möglichkeit hat, in ein Studio gehen, aufzunehmen, mit Beats versorgt wird, das ist etwas, was mir im Alltag extrem viel gibt. Und das ist etwas, was ich auch dann wissen will. Und von dem her wird es wahrscheinlich auch immer irgendwie geben. Wie man ja weiss, dass die CD-Verkäufe nicht so steigend sind, allgemein von der Branche her, ist es natürlich auch so, dass die Budgets von der Plattenfirmen sind eher sinkend in dem Sinn. Und es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden, also zum Beispiel wenn man einen Videoclip macht, wenn man eine Produktion macht, oder, dann muss man meistens auch mit Leuten zusammenarbeiten, die man dann nicht richtig zahlen kann. Das ist relativ unbefriedigend und man könnte dann halt so Lücken stopfen, die man halt dann einfach immer hat und wo einem dann so ein bisschen einschränken halt auch in der Kreativität und in der Umsetzung, was man gerne machen würde. Eben, musikalischen Erfolg in der Schweiz basiert meistens gerade bei Bands wie uns halt einfach aus Selbstausbeutung. Dass alle Leute, aber wir machen es ja gerne, aber gerade so wie bei einer Videocrew, wenn einer dann den ganzen Tag nur das Licht macht und nur dabei ist, weil er es einfach geil findet, wie so etwas mit dabei zu sein, dann hat er schlussendlich weniger davon als wir als Band. Und ich bewundere all die Leute, die auch eben, es sind ja nicht nur wir drin, sondern ganz viele Leute, die mitgeschafft haben bei Albumcover, Fotos etc., die wirklich extreme Verdienste haben und alle unter ihrem Preis arbeiten müssen. Das war natürlich ein Riesenehr, weil man weiss, dass der direkt demokratisch gewählt worden ist und nicht von einer Musikjury, sondern wirklich auf direkt die Leute draussen. Aber schlussendlich ist immer eine zwielichtige Sache, weil da kommt es auch darauf an, wer ist am besten vernetzt, wer du im richtigen Zeitpunkt noch genug Fans mobilisiert. Ich finde es gut, dass die Wahl bis zum Schluss geheim bleibt und nicht wie bei anderen Votings in der Schweiz, wie das Längnach zum Beispiel, wo man einfach immer sieht, gerade wo man steht und dann tut die eine Crew wieder die Leute mobilisieren, dann haben die wieder die Nase vor und hin und her. Das die schreiben einfach nochmal ein neues Programm für mehr Votes und so. Das ist schon schön.